Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-up, dem Videocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-up. Ich begrüße Sie direkt von der CeBIT und ich habe, ja, mein Kameramann, der hat mir gesagt, pass auf, red nicht so viel, zeig den Leuten lieber, was es hier Neues gibt. Ich höre auf ihn, ich gehe schon mal rein und werde Ihnen dann etwas zeigen. Ich bin jetzt am Stand von Pearl eingetroffen und habe Tobias Herrmann bei mir stehen. Er ist Produktmanager für Navigationssysteme, aber nur unter anderem, Herr Herrmann. Sie machen ja noch mehr. Genau, also Navigationssysteme sind nicht mein einziger Bereich. Ich bin unter anderem zuständig noch für Powerbanks, Batterien, Akkus und Kabel hauptsächlich eigentlich. Powerbanks, was ist das? Das sind kleine Batteriepacks für unterwegs mit einem USB-Output, wo man einfach unterwegs sein Tablet-PC, sein Navigationsgerät, sein Navi laden kann über den herkömmlichen USB 5 Volt 1 Ampere Ausgang, beziehungsweise fürs iPad 2 Ampere. Sind das Akkus oder kommen da Batterien rein in die Powerbanks? Lade ich dann mit am Akku meinen eingebauten Akku am Gerät oder wie geht das? Also da gibt es beide Varianten. Einmal als Akku, den man auflädt, mit dem man dann die anderen Geräte auflädt. Aber wir bieten das auch an mit für 4 AA-Batterien, für die Mignon-Batterien. Sodass man einfach, Mignon-Batterien gibt es auf der ganzen Welt, das heißt einfach 4 Batterien rein und man kann alle normalen USB-Geräte laden damit. Ja, eine tolle Sache, wenn mal wieder das Gerät versagt, wenn man unterwegs ist. Man kennt es ja. Sie kennen es auch. Ja, zu gut. Navigationssysteme. Es ist mir aufgefallen, dass ich hier einen alten Bekannten gefunden habe. Und zwar das VX35. Das steht jetzt hier auf der Messe. Und es ist das Gleiche, was ich seit Jahren kenne und was wirklich einen sehr, sehr guten Dienst leistet. Vor allen Dingen, weil es klein ist, in die Hemdentasche passt, in die Hosentasche passt. Und auch im Auto für jemanden, der noch nicht von morgens bis abends durch die Gegend fährt, vollkommen ausreichend ist. Jetzt haben Sie das hier zu einem für mich sensationellen Preis angeboten. Warum verschenken Sie das halt? Ja, eben, wir haben jetzt extra für die Messe mit dem Lieferanten durch die langen Geschäftsbeziehungen einfach einen neuen Preis realisieren können, den wir jetzt hier für unsere Kunden anbieten wollen. Wie wird das geliefert, mit welchen Karten und wie weit lässt sich das updaten? Also das bieten wir natürlich mit allen möglichen Karten an. Also da gibt es Einsteigermodell für 39,90 mit den Deutschlandkarten. Gibt es natürlich genauso mit Dach, Westeuropa oder komplett Europa, ist schon in 10 Euro Schritten gestaffelt. Und wenn sich der Kunde jetzt zum Beispiel ein Deutschlandgerät kauft, dann kann er das natürlich auch upgraden, kann bei uns das größere Kartenmaterial nachkaufen und es einfach per SD dann auf das Gerät laden. Also ich muss sagen, für mich ist das so ein ideales Gerät, das ist immer dabei, wenn ich mal irgendwo in der fremden Stadt bin oder so und suche etwas als Fußgänger, ideal geeignet. Das finde ich also gut. Aber das ganz Neue, was hier kommt, bisher liefen diese Navigationssysteme ja alle auf Windows-Basis. Das heißt, also, da lief irgendein Windows darunter, ein abgespecktes, Spezialversionen natürlich. Und jetzt steigen Sie um auf Android. Warum? Durch Android ist natürlich ein wesentlich größerer Funktionsumfang gegeben. Also Sie können ja alle Apps drauf installieren und nutzen, die Sie einfach von Android kennen. Das heißt, damit ist natürlich der Funktionalität keine Grenzen gesetzt. Die Kinder können auf der Rückbank zum Beispiel spielen, wenn die Navigation gerade nicht gebraucht wird. Oder man kann Film drauf schauen, man kann Spiele spielen. Also wie gesagt, da gibt es keine Grenzen mehr durch Android einfach. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist das im Grunde genommen dann ein Tablet-PC auf Android-Basis, der auch Navigation kann? Ganz genau. Gibt es denn da überhaupt noch Unterschiede, ob ich jetzt ein Tablet habe mit Navigationsfunktion oder ein Navigationssystem, der auf Android aufbaut? Ja, in erster Linie natürlich der Preis. Also wir bieten hier natürlich einen wesentlich günstigeren Preis mit den 139,90 € mit Deutschlandkartenmaterial. Natürlich wesentlich günstiger als ein vergleichbares Tablet. Die Größe ist natürlich aufs Auto angepasst. Wir liefern Autozubehör mit, das heißt die Windschutzscheibenhalterung, das Ladegerät für den Zigarettenanzünder etc. Also es ist im Wesentlichen schon auf Navi getrimmt, aber hat natürlich alle Tablet-Funktionen, die man kennt. Können wir mal gerade da drauf gucken, auf das Display, wie das aussieht? Genau. Ja. Also die Oberfläche so, wie wir es ja eigentlich kennen. Jetzt haben wir hier das Wetter in China. Das kann man natürlich auch rumstellen auf Deutschland. So, wenn Sie jetzt die Navigation starten, können Sie das bitte mal tun? Ja, da habe ich eine Verknüpfung hier direkt auf dem Desktop. Wie sieht es denn hier aus mit Verkehrsfunk? Ist das Gerät TMC-fähig? TMC wird integriert sein, selbstverständlich. Und somit können natürlich alle TMC-Meldungen empfangen werden und genutzt werden. So, Messe, Krach, ist klar. So, er ist schon da, schnell muss ich sagen, schneller als das System, was ich im Moment habe. Ich tippe mal einfach ganz frech auf die Karte, mal sehen, was passiert.
Ja, also finde ich von der Geschwindigkeit ja schneller. Wie können Sie das beurteilen? Sie haben ja nun Überblick über alle Navigationssysteme, die Sie haben. Also steht natürlich anderen Navigationsgeräten nichts nach, genauso schnell. Wie sieht es denn hier aus? Mit welchen Karten wird das geliefert? Ist das vergleichbar zu dem VX35? Genau dasselbe. Wir bieten es mit allen möglichen Kartenmaterialien an. Da kann man anfangen mit Deutschland und kann natürlich auch Dach, Westeuropa, komplett Europa wählen. Also da hat der Kunde alle Freiheiten, je nachdem, wie viel Geld er investieren möchte. DMC-fähig ist es. Die Sprachausgabe von diesem Gerät, kann ich die auf externe Quellen umleiten? Ja, also das Gerät verfügt über einen FM-Transmitter. Das heißt, Sie können hier eine Frequenz einstellen, wo dann Sprachausgaben oder je nachdem auch Musik über die eingestellte FM-Frequenz an Ihr Autoradio transmittet wird. Also Sie stellen dann dieselbe Frequenz ein im Autoradio und bekommen dann alle Sprachausgaben oder generell Audioausgaben über Ihr Autoradio. Mhm. Das heißt also im Grunde genommen, da wird ja, weil es ja Android auch eine MP3-Player-Funktion drin sein, Videoplayer-Funktion, das kann ich über diesen FM-Transmitter kabellos dann auch zum Audio übertragen, den Ton, ja? Genau, ja. Also komplett alle Audioausgaben von Android werden dann über den FM-Transmitter umgeleitet auf Ihr Autoradio. Also ein neues universelles Gerät auf Android-Basis. Wie passiert es denn? Wie kann ich denn jetzt Apps laden und installieren? Welchen Anschluss muss ich da haben? Muss ich da an meinen Rechner zu Hause gehen? Nein, also Sie müssen nicht an den Rechner gehen, aber das Gerät hat WLAN. Das heißt, wenn Sie zu Hause oder wenn Sie unterwegs WLAN haben, dann können Sie mit dem Gerät herkömmlich ins Internet gehen und Sie haben den normalen Android-Market drauf. Das heißt, Sie haben Zugriff auf wirklich komplett alle Android-Apps, die verfügbar sind. Das heißt, ich könnte auch, wenn ich bei diesem Gerät irgendwo stehe und ein offenes WLAN habe oder einen Hotspot finde oder sowas, könnte ich auch damit ins Internet gehen? Genau, selbstverständlich. Alle sozialen Netzwerke vorinstalliert, wie üblich? Vorinstalliert nicht, aber die Apps bekommen Sie ja im Market und da kann der Kunde sich installieren, was er möchte. Also es ist, glaube ich, ein weiterer Schritt in die Zukunft. Das Gerät ist wesentlich flexibler, wesentlich schöner. Ich möchte es mal gerade so von der Seite zeigen, damit man mal sehen kann. Es ist relativ flach, muss man sagen. Wir sehen hier unten den USB-Anschluss. Der dient sicherlich auch zum Aufladen des Gerätes. Genau, einmal zum Aufladen und einmal natürlich zum Datenübertragen, wenn Sie irgendwas vom Rechner auf das Navi übertragen wollen. Mhm. Da drüber ist ein Slot für eine SD-Karte und da drüber ist nochmal eine kleine Buchse, die ist für ein Ohrhörer oder sowas? Genau, da können Sie einen Ohrhörer anschließen, Kopfhörer anschließen. Wenn der Vater die Musik nicht hören will, die Kinder hören wollen. Genau. Ja, leicht, einfach, so wie bisher auch. Ist das Gerät denn schon lieferbar? Das Gerät wird ab Mai verfügbar sein. Wie gesagt, ab 139,90 Euro gibt es in zwei Varianten. Einmal mit einem resistiven Touchscreen und für einen Aufpreis von 20 Euro bekommt der Kunde auch mit einem kapazitiven Touchscreen, was natürlich die Bedienung schon erleichtert. Aber dann schon wieder die Frage, was der Kunde ausgeben möchte. Ja, und die Frage, vielleicht sollten wir das dem Kunden auch mal erklären, was der Unterschied ist. Resistiver Touchscreen, das ist also eine, da ist die Oberfläche, die kann einen Finger erkennen, weil der Widerstand da gemessen wird. Und der Kapazitive, da kann ich dann mehrere Finger gleichzeitig erkennen. Genau, also der Hauptunterschied liegt eigentlich darin, dass resistive Touchscreens erkennen den Druck und kapazitive Touchscreens erkennen die Leitfähigkeit vom Finger. Das heißt, da muss kein Druck ausgeübt werden, sondern es muss einfach nur berührt werden. Und durch die neue Technik werden eben auch mehrere Finger erkannt. Das heißt, ich könnte da auch Gestendarstellungen machen. Beim Resistiven kann ich ja nicht einfach aufziehen zum Vergrößern. Macht das System mit dem Kapazitiven das, dass ich da einfach mit zwei Fingern draufgehe und vergrößern kann? In der Navigationssoftware nicht, aber in anderen Android-Apps, wo das üblich ist, natürlich genauso. Schön, also gefällt mir wirklich sehr gut. Der Preisunterschied zwischen dem Resistiven und dem Kapazitiven war 20 Euro, habe ich das richtig verstanden? Genau, 20 Euro. Mhm. Also, Mitte Mai, sagen Sie, kommt das auf den Markt. Das Einzige, was dann hier noch fehlt, das ist, dass es auch an SIM akzeptieren würde, dass man damit selbst noch telefonieren kann. Ist denn sowas denkbar und geplant? Aktuell nicht, aber wir halten es uns offen. Wir werden sehen, was die nächsten Android-Generationen bringen werden, Android-Navi-Generationen. Denn dann wäre das Ding ja für alles tauglich. Also, Navigationssysteme. Wie sieht der Trend denn eigentlich aus? Kann man eigentlich noch mehr Funktionen da hineinpacken? Möchten Sie mal so in die Zukunft gucken, was möglicherweise kommen könnte? Android 4.0, ganz großes Thema aktuell natürlich. Da werden wir schauen, dass unsere nächsten Geräte auf jeden Fall mit Android 4.0 ausgeliefert werden, beziehungsweise unsere aktuellen Geräte ein Update erhalten werden auf Android 4.0. Und
der Unterschied zu dem bisherigen, jetzt ist hier 2.3 oder sowas drauf? Genau, Android 2.3. Und was ist der Unterschied von 4.0? Was bringt das mehr? Wissen Sie das schon? Also Android 4.0 hat auf jeden Fall eine wesentlich schönere Oberfläche. Es hat mehr Funktionen. Also ich denke, das geht jetzt zu weit, hier alle neuen Funktionen aufzuzählen. Aber es bringt schon einiges mit sich. Also, das war eine ganze Menge Informationen. Herr Herrmann, bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich dafür. Ich bin erstens auf das Gerät gespannt, denn mit WLAN-Funktionen eingebaut, das muss ich auf jeden Fall testen. Und dann mal gucken, wenn Android 4.0 kommt. Sie sind noch die ganze Woche auf der Messe, denke ich. Bis Freitag, genau. Also wir werden bis Freitag noch uns die Neuheiten anschauen. Und Freitag werden wir die Heimreise antreten. Okay, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für diese Information und noch eine erfolgreiche Messe. Danke, gleichfalls. Tschüss, Herr Herrmann. Tschüss. So, jetzt streife ich wieder durch die Halle. Mal sehen, ob ich noch für den nächsten Cast irgendwas mitnehmen kann. Aber das erfahren Sie dann von mir. So, einen kleinen Überblick konnte ich Ihnen geben über das, was ich gesehen habe. Ich nehme viele Sachen mit nach Hause, im Kopf und auch in der Tasche. Wir werden noch über Produkte, die ich hier gefunden habe, berichten, denn Sie wissen ja, Technik macht Spaß. Aber für heute geht es erstmal zurück, denn es muss geschnitten werden, hochgeladen werden, damit Sie das sehen können. Und tschüss. Wer steckt eigentlich hinter dem Pearl-Katalog? Im sonnigen Südbaden zwischen Freiburg und Basel hat das 1989 gegründete Unternehmen seinen Sitz. Genauer in Buggingen. Neben der Pearl-Deutschland-Zentrale steht hier auch das Hauptversandzentrum mit einer Kapazität von bis zu 25.000 Paketen pro Tag. Alle wichtigen Abteilungen sind in der Zentrale gebündelt, auch das Callcenter. Jedes Produkt wird von unseren Ingenieuren und Technikern auf Herz und Nieren getestet, bevor wir es ins Sortiment aufnehmen. Das Herz des Hauptversandzentrums in Buggingen ist ein hochmodernes Versandsoftwaresystem. Es koordiniert alle Abläufe vollautomatisch. Von der optimierten Auftragszuweisung über die Nachschubversorgung bis zum Paketausgang